Das ist der HP Sprocket, ein Fotodrucker im Hosentaschenformat, mit dem man direkt vom Handy aus seine Fotos drucken kann. Und den packe ich jetzt mal gemeinsam mit euch aus und probiere ihn auch direkt aus. So, dann machen wir natürlich als erstes die Verpackung auf und während ich das tue, kann ich euch ja schon mal sagen, dass der HP Sprocket auch wirklich etwas für Leute ist, die nicht unbedingt die totalen Technikexperten sind, denn die Bedienung ist wirklich extrem einfach. So, Verpackung hier hin. Da drin seht ihr schon das Gerät, relativ handlich, passt also wie gesagt auch in die Hosentasche, wenn es denn mal sein muss, kann man also auch prima mal unterwegs mitnehmen. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was man braucht. Das Einzige, was noch an weiterem Zubehör hier drin ist, ist eine kleine Setup-Karte, falls ihr noch mal ein bisschen Hilfe braucht. Außerdem ein Paket mit Fotopapier, das ist also schon dabei. Natürlich kann man sich sonst noch separat weiteres Fotopapier dazu holen. Und ihr seht, das ist kein normales Fotoformat, sondern so ein kleines, ja, Taschenformat, also für Schnappschüsse bestens geeignet. Und das Besondere, das werdet ihr gleich auch noch sehen, ist, dass die Sticker sind. Also diese Fotos könnt ihr quasi aufkleben auf Oberflächen, wo ihr auch immer wollt. Und natürlich ist auch noch ein Ladekabel dabei. Das heißt, das wird ganz einfach per USB angeschlossen, zum Beispiel eben an euren Computer. Dann könnt ihr es darüber aufladen. Aber eigentlich müsste jetzt schon eine kleine Startladung drin sein. Und ja, wir machen das jetzt erst einmal auf. So sieht es von innen aus und da kommt dann gleich auch das Papier rein. Ganz einfach, machen wir einmal die Verpackung auf. Jede Verpackung hat, das werdet ihr auch gleich sehen, einen kleinen Zettel dabei, der blau ist. Und das ist eben ein Kalibrierungsblatt. Das muss immer so eingelegt werden, dass man es nach unten legt. Also blaues Blatt nach unten. Denn jedes Mal, wenn man ein neues Paket einlegt, dann kann sich das Gerät so mal eben ganz schnell neu kalibrieren. So, wir drücken den Anknopf. Da leuchtet die Lampe, das heißt, das Gerät hat ein bisschen Strom. Die Frage ist jetzt aber, wie bekommen wir denn jetzt unsere Fotos auf den Drucker? Dazu zücke ich mein Handy. Und das funktioniert ganz einfach per Bluetooth. Das heißt, wir gehen mal eben in meinem Handy in die Einstellungen und starten erstmal oder aktivieren erstmal Bluetooth, beziehungsweise ich glaube, ich habe es tatsächlich schon gemacht. Da ist es. Und jetzt seht ihr auch schon, da ist der Sprocket und hier wurde auch schon das Gerät in der Nähe gefunden. Das heißt, am Anfang, wenn ihr das einrichtet, müsst ihr natürlich einmal die beiden Geräte, also Handy und Sprocket, miteinander verbinden und dann könnt ihr drucken. Einen Schritt müsst ihr allerdings noch machen und zwar gibt es die HP Sprocket App. Die kostet natürlich nichts, die könnt ihr euch einfach runterladen und die starten wir jetzt auch mal. So sieht sie aus. Ihr seht, ihr könntet jetzt natürlich einfach ein Foto schießen und das direkt an den Sprocket schicken oder aber ihr bedient euch der Fotos, die ihr vorher schon mal geschossen habt. Natürlich einfach, indem ihr entweder auf die Bildergalerie in eurem Handy geht oder aber ihr verbindet euch mit Instagram, mit Facebook oder sogar mit Flickr. Ich habe mal mein Instagram-Konto hinterlegt. Da seht ihr zum Beispiel schon die ersten Bilder, also zum Beispiel die Weihnachtssocken, die ich bekommen habe. Und ja, da müsste jetzt einfach mal irgendwas dabei sein, was ich ausdrucken kann. Zum Beispiel, ach, nehmen wir mal das. Da war es draußen eisig kalt und ich bin trotzdem mit dem Skateboard rausgegangen. Das musste ich als Bild festhalten. So, jetzt machen wir den Sprocket nochmal an. Der hat sich inzwischen ein bisschen in den Ruhestand verabschiedet, während ich euch was erzählt habe. Das ist aber nicht schlimm. So, da ist er wieder an. Ich könnte tatsächlich das Ganze auch nochmal bearbeiten. Also wenn ich möchte, kann ich hier nochmal diverse Filter anwenden, den Kontrast, sämtliche Sachen, die man eben von der Fotobearbeitung kennt, könnte ich hier nochmal machen. Aber das wollen wir jetzt gar nicht machen. Wir wollen jetzt direkt printen. Senden an Sprocket. Und ihr erinnert euch, vorhin habe ich ja gesagt, da ist noch ein Kalibrierungsblatt mit drin. Das wird gleich als erstes rauskommen. Also wundert euch nicht, wenn das erste Blatt, was rauskommt, blau ist. Da ist es auch schon. Das müsst ihr natürlich nur einmal pro Papierpaket machen. So. Und dann bin ich gespannt. Gleich müsste dann ja auch schon direkt mein Foto hinterherkommen. So, das war das Kalibrierungsblatt. Das kann ich weglegen, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kommt gleich mein Foto. Es rappelt, es geht los. Ich bin so gespannt. Es ging jetzt aber wirklich kinderleicht. Ihr habt gesehen, ich habe in der App
ein Foto ausgesucht, habe auf Drücken gedrückt und schon springt der Sprocket an. Oh, da ist es. Super. Jawohl. Ups, da ist es mir ausgefallen. So, hier nochmal zum Vergleich. Das Bild auf dem Handy und als kleines Sprocket-Foto. Und wie gesagt, das Lustige daran ist, das ist ein Sticker, den kann ich quasi ablösen, wenn ich möchte, und dann irgendwo hinkleben, jetzt hier aufs Schränkchen oder so. Und an den Kühlschrank, ins Heft von jemand anders, an die Tür, wo auch immer man sowas gerne hinterlassen möchte. Also super schnell, innerhalb von Sekunden ist das Ding gedruckt. Und wie gesagt, über die App könnt ihr auch noch eine ganze Menge machen. Wir können uns das hier mal eben anschauen, die Zeit sollten wir haben. Also hier seht ihr nochmal meine Fotos, die ich über Instagram habe. Ihr könnt aber natürlich auch über die App diverse Sachen über den Sprocket euch anschauen. Zum Beispiel eben den Akkustatus. Der ist jetzt relativ niedrig, weil ich den noch nicht aufgeladen, sondern einfach direkt ausgepackt und angeschmissen habe. Die Hardware-Version. Ihr könnt euch natürlich auch nochmal mit anderen Netzwerken verbinden. Hier könnt ihr auch sehen, wie ihr mit Anleitung und Hilfe euch nochmal ein bisschen weiterbilden könnt. Aber wie gesagt, eigentlich ist es total einfach. Da unten die Accounts einrichten, Facebook, Flickr, Galerie, alles, was man eben so an Social Media Diensten hat, die Fotos hergeben. Ja, und das ist im Wesentlichen auch schon alles. Wollen wir noch eins drucken? Komm, einen können wir noch drucken. Ich suche noch mal eins meiner schönen Fotos aus hier. Zur Feier des Tages drucken wir einfach mal noch ein Bild. Was nehmen wir denn da? Schaut mal, das hier ist doch schön. Da war ich letztes Jahr im Skiurlaub. Das ist auch schon wieder ganz schön lange her. Also Erinnerungen ausdrucken. Senden an Sprocket-Drucker. Und da geht's auch schon los. So. Da guckt's auch schon halb raus. Farbdarstellung finde ich total super. Das Format finde ich total super. Das kann man auch Freunden schenken. Und insofern echt eine super Sache. Ja, das ist der HP Sprocket. Hier, wie gesagt, ist noch als einziges Zubehör ein Ladekabel dabei und eben eine Fotopapierpackung. Die habe ich ja schon aufgemacht. Und ansonsten braucht man, wie gesagt, kein Zubehör und auch kein großes technisches Wissen. Ich finde es tatsächlich eine richtig coole Sache und portabel ist er auch. Also für unterwegs das ideale Gerät, der HP Sprocket. Wenn der HP Sprocket genau das Richtige für euch ist, dann klickt doch direkt hier auf den Link. Da gelangt ihr zum Angebot auf expert.de. Und ihr solltet dringend unseren YouTube-Kanal abonnieren, denn da findet ihr noch jede Menge mehr Videos, zum Beispiel zu unseren Jubiläumsangeboten und unser Entertainment-Magazin Expert Update.